Hallo, Donny ist wieder da. Nicht nur am Freitag, sondern am Karfreitag. Woohoo! Ja, Thema der Woche ist immer noch Single sein oder doch lieber eine Beziehung. Also, ich bin seit Ende Oktober Single, finde es aber dennoch völlig in Ordnung, weil ich habe plötzlich auch Zeit für Dinge, die ich in der Zeit eigentlich nie oder wenig gemacht habe. Und ja, ich fühle mich jetzt auch nicht einsam oder alleine und weine jeden Tag in mein Kissen rein, weil ich Single bin, so ist das nicht. Ich hatte davor, bis vor letzten Jahr, Ende Oktober, hatte ich eine Beziehung, die ging so um die 1,5 Jahre. War auch eine schöne Zeit gewesen. Aber ja, auch das Single-Sein gefällt mir, ehrlich gesagt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich jetzt einer Beziehung abgeneigt wäre oder so. Ich meine, wenn man jetzt so die erstmal richtige trifft und sich das ergibt, würde ich jetzt nicht nein sagen, nicht? Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf der Suche irgendwie. Ich bin Flirtlaune, klar. Aber jetzt nicht immer mit den Gedanken, oh, ich brauche eine Beziehung, ich brauche eine Freundin, bla bla bla. Also das gar nicht, nee. Und ja, wie war es in der Beziehung für mich? War auch sehr schön. Also, ja gut, ich hatte eine Fernbeziehung gehabt, das hieß regional. Ich konnte mir leider nicht immer den Luxus eines ICEs leisten. Aber wenn ich regional, musste ich runter nach Kassel. Regional von Bremen nach Kassel dauert so um die 5 Stunden. Das heißt, es war auch zum Teil sehr zeitaufwendig. War mir aber an dem Zeitpunkt, ja, egal eigentlich gewesen. Also für mich war es in Ordnung. So. Ja, wenn die Angebetete etwas näher wohnt, ist immer praktischer. Muss nicht in der eigenen Stadt sein, aber näher wäre immer schöner, wenn man, damit man sich auch mal spontan treffen kann, aber ansonsten ist es doch immer sehr zeitaufwendig. Aber na gut, das ist ja jetzt eigentlich nur der Vergleich zu einer Fernbeziehung halt, nicht? Ja, what can I say darüber? What can I say darüber? Ja, die anderen Nosis haben ja auch schon sehr viel, fast alles schon dazu gesagt, was man zu dem Thema sagen kann. Ja, deswegen, für mich bleibt da nicht viel übrig. Ich kann eigentlich nur von mir aus sprechen. Für die Menschen, die Single sind, macht euch nichts draus. Eure Zeit wird noch kommen. Genießt die Zeit mit euch selber. Lernt euch selber zu lieben, euch selber zu schätzen. Weil ich persönlich finde auch, dass Menschen, die vielleicht so irgendwelche Differenzen oder Defizite mit sich selber haben und dagegen nicht angehen und stattdessen immer irgendwie eine zweite Person an ihrer Seite haben müssen, einfach nur um irgendwie, um sich ihr Selbstwertgefühl von anderen Menschen zu holen, finde ich nicht so praktisch. Deswegen denke ich, bevor man eine Beziehung eingehen sollte, sollte man erstmal mit sich selber im Reinen sein, also sozusagen mit sich selber eine Beziehung haben. Das ist ja besser. Und wenn dann eine Beziehung dazu kommt, dann kann man mit allem viel besser umgehen auch. Finde ich jetzt so. Ja. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr viel zu dem Thema sagen. Also mir fällt gerade ein Spruch ein. Eine Beziehung ist das gemeinsame Lösen von Problemen, die man alleine nicht hätte. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich möchte eigentlich auch zum Ende kommen. Und die Leute, die Single sind, möchte ich sagen, ja, wie gesagt, eure Zeit wird kommen, macht euch nichts draus. Meist ergibt sich dann doch eher dann was, wenn man nicht sucht. Und diejenigen, die in einer Beziehung sind, in einem glücklichen, erstmal herzlichen Glückwunsch, finde ich gut. Und macht was dafür, seid zusammen, macht alles gemeinsam. Nicht alles gemeinsam, aber ihr wisst, was ich meine. Teilt eure Gefühle, Emotionen, teilt sie einfach auch, ne?
So, das war's von Duni am K. Freitag. Und ja, ich wünsche euch frohe Ostern, ganz viele süße Hasis und dicke Eier. Ja, dicke Eier, hahaha. Ich trinke auch gerade Kaffee aus einer Ostertasse. Hier, so. Voll süß. Aber noch viel süßer ist das, was auf der anderen Seite ist. Guck mal hier. Da ist ein Entchen mit ein dickes Ei. Und der Frosch ist süß. Hi. Ja gut, das war's von mir. Macht's gut, bis dann. Grüße an euch und viel Spaß noch. Ciao.